Heute mussten wir wirklich lange suchen, um eine Livecam mit Sonne zu finden im Südwesten. Um genau zu sein, im Schwarzwald sind wir dann fündig geworden. Ja, meist sah es nämlich tatsächlich so aus wie hier in Dresden. In der Nacht ist es dann im Norden und in der Mitte meist noch stark bewölkt. An der Nordsee, da kommt später dann auch teils kräftiger Regen mit stürmischem Wind auf. Im Süden ist es nur locker bewölkt, dort bildet sich dafür dann aber Nebel. An der Nordsee kühlt es dazu auf 13 Grad ab, an den Alpen bis auf minus 1 Grad. Morgen Vormittag macht sich der Regen dann langsam auf den Weg ins Landesinnere. Dabei gibt es weiterhin auch stürmische Böen. Im Süden sieht es insgesamt besser aus. Hier setzt sich nach Nebel dann häufiger die Sonne durch. Am Nachmittag erreicht das Regenband dann auch die Mitte und auch im Süden wird es dann insgesamt wolkiger. Südlich des Mains bleibt es aber weitestgehend trocken. In Alpennähe ist es sogar oftmals noch sonnig und auch im Norden kämpft sich so langsam aber sicher die Sonne wieder durch. Die Höchstwerte zwischen 11 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und maximal 17 Grad im Südwesten. Am Samstag zum Teil zäher Nebel oder Hochnebel, danach geht es wolkig bis heiter weiter bei maximal 15 Grad. Im Norden dazu besonders an den Küsten noch ein paar Tropfen Regen. Ja, noch ganz schnell der Blick auf Sonntag. Auch dann ziehen im Norden weitere Wolken mit Regen durch. Sonst wird es nach Nebel aber wieder recht sonnig bei maximal 16 Grad.